Wir haben uns dafür entschieden, eher mit einem Infrastruktur-LTIF, ich sag mal ein klein wenig konservativer als ein reines Private-Equity-Produkt zu starten und wollen eine aktienähnliche Rendite erwirtschaften. Herzlich willkommen beim exklusiven LTIF 2.0 Roundtable, bei dem wir unter anderem auch mit Strukturierern, mit Investoren, aber auch mit Produktanbietern sprechen. Unter anderem auch mit dabei Jochen Kerler von Union Investment. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben viel diskutiert über das Thema LTIF 2.0. Da ist natürlich zum Einstieg die Frage, wie sind Sie mit der LTIF 2.0 Verordnung Beginn des Jahres umgegangen? Haben Sie da Produkte gestartet und wie haben Sie darauf reagiert? Ja, also wir haben sehr auf die LTIF 2.0 Verordnung gewartet. Und uns war es auch wichtig, quasi mit Implementierung der neuen Verordnung dann gleich auch ein Produkt mit am Start zu haben, weil es einfach vertrieblich einfacher ist, diesen LTIF dann auch zu vertreiben. Und es einfach mehr tut auch für die Demokratisierung der Asset-Klasse. Jetzt kann man natürlich verschiedene Investmentseiten, Asset-Klassen anbieten, Infrastruktur, Private Equity, Private Debt. Für was haben Sie sich entschieden und auch für welche Struktur? Ist es eher im Single- oder Multi-Asset-Bereich? Ja, wir haben uns für einen Single-Asset-LTIF entschieden, der erstmal das Thema Infrastruktur spielt. Einfach deswegen, weil wir uns quasi auch in dem Bereich mit Privatmarktanlagen bei Privatkunden etablieren wollen und das natürlich auch ein sehr greifbares Thema ist. Ein großes Thema ist natürlich auch die Haltedauer. Wie sind Sie damit umgegangen? Es wird diskutiert quartalsweise, halbjährlich, jährlich, dass man aus den, seine Anteile verkaufen kann. Wie ist das bei Ihnen geregelt und warum? Ja, wir haben uns ehrlich gesagt ein bisschen bei den offenen Immobilienfonds orientiert. Der LTIF hat eine empfohlene Haltedauer von 7 Jahren, aber wir haben quasi eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten und eine 12-monatige Kündigungsfrist und das bei monatlichen Anteilpreisberechnungen. Und als Investor will man natürlich auch eine entsprechende Rendite generieren. Jetzt gibt es natürlich die traditionellen Private Equity Produkte, jetzt gibt es die LTIF Produkte, auch ein heißes Thema in der Diskussionsrunde, das wir hatten. Bekommt man mit einem LTIF auch die gleiche Rendite wie in einem traditionellen Private Equity Produkt beispielsweise? Also möglich ist es auf jeden Fall, kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Risikoappetit an. Wir haben uns dafür entschieden, eher mit einem Infrastruktur-LTIF, ich sag mal ein klein wenig konservativer als ein reines Private Equity Produkt zu starten und wollen eine aktienähnliche Rendite erwirtschaften. Ist jetzt aber nicht so, dass in dem Produkt sozusagen die zweite Klasse der Investments sind und die Premium-Investments dann sozusagen in den traditionellen Produkten? Nein, ganz und gar nicht. Da gibt es einen dezidierten Auswahlprozess und da wird auch sichergestellt, wie quasi einzelne Investments zu einzelnen Produkten zugeschlüsselt werden. Stichwort Vertrieb. Natürlich sollen die Produkte auch mit Assets gefüllt werden. Worauf muss man da besonders achten? Klar, Sie haben den Vorteil, also ein Investment mit den Volksbanken im Rücken, aber worauf müssen Sie eben dort beim Vertrieb dann achten? Ich meine, es ist natürlich eine ganz neue Hülle. Das muss man dann schon auch mit berücksichtigen und es ist ein sehr beratungsintensives Geschäft. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr wichtig, die Beraterinnen und Berater vor Ort einfach entsprechend zu schulen, sie über die neue Hülle aufzuklären und aber auch natürlich über das Einzelne, was im Portfolio dann passieren wird. So einige offene Fragen, auch bei der Struktur, die wir noch haben, aber was muss Ihrer Meinung nach passieren? Was muss LTIF 2.0 mitbringen, um wirklich zu einer großen Erfolgsstory zu werden? Ich glaube, es wird ein bisschen länger dauern als bei traditionellen Anlageklassen, weil der Markt einfach ein bisschen kleiner ist. Es ist ja eine Beimischung in der Vermögensstruktur und ich glaube, es müssen mehr Anbieter an den Markt kommen. Das Thema LTIF muss einfach in der Breite auch Bekanntheit gewinnen und dann zählt natürlich am Ende des Tages wahrscheinlich auch die Wertentwicklung. Insofern insgesamt positiv eingestellt für LTIF 2.0 mit einem eigenen Infrastrukturprodukt auch an den Start gegangen ist Jochen Kerler von Union Investment. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Sehr gerne. Dankeschön.